So, willkommen zurück zu The Winter Witch. Sind Teil 2. Wir haben gerade entschieden, dass wir nicht zur Insel mit einem Boot rüberfahren, weil, naja, eventuell ist der untote Fährmann nicht der vertrauensvollste und möchte uns umbringen. Achso, meine Gruppe folgt natürlich wieder nicht, weil, ja, da ist ja so eine Fläche, über die kann man ja auf keinen Fall laufen. Das ist ja vollkommen unmöglich. Man muss in die Option einstellen kann, dass es über ungefährliche Flächen rüberlaufen oder dass es überschrieben wird. Vor allem im ersten Teil ist es so, dass die Charaktere einfach eiskalt über alle Flächen folgen. Da fehlt mir so eine Toggle-Option, dass man irgendwie machen kann, dass hier folgen mir halt durch über alle möglichen Flächen. Ohne Rüstung. Ich sehe sie gerade hier so. Mhm. Schützfall verstummen, geblendet, verwundet. Das sollte ich vielleicht mal öfter machen vor dem Kampf. Was ist das für ein Ding? Eine lamentierende Ausgeburt, Level 14. Mein Herr, ich kann euch nicht. Warte mal, wir gucken erstmal, ob wir hier Zeugen gibt, die eventuell uns noch über weitere Informationen versorgen möchten hier. Aber es scheint nicht so, außer die Bären. Das ist die Frage. Kriegen wir die lamentierende Ausgeburt tot? Und wenn ja, wir hatten das Vieh. Moment mal, bevor hier irgendwas passiert. Oh, sie können jetzt schon erzählen, wie sie wird. Das sieht nicht gut aus. Hallo, Bestie. Alter, hallo. Oh, meine Fassung. So. Herr, bitte verschont mich, es ist viel. Es schmerzt zu sehr. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ihr sollt verfickt nochmal einzeln. Nein. Oh, dieses System, dass die Charaktere nicht vernünftig auseinanderreißen kannst. Es schmerzt so sehr. Ihr könnt nicht herkommen. Ich bin noch nicht fertig. Die Kreatur fasst sich plötzlich auf die Köpfe, auf die Ohren, als hätte sie große Schmerzen. Mehrere Kiefer öffnen sich über einen Rachen mit vielen Zähnen über Experimente eines Tierpräparators. Geht! Deine Stimme senken. Der Kreatur samt fragen, dass sie offenbar ganz große Schmerzen hat. Fragen, was ihr hier macht. Seien es bereit, bis zum Altar der 7 zu beten, der hier bewacht wird. Warum seid ihr hier? Warum seid ihr gekommen? Fragen, was ihr hier macht. Sein verzweifelter Blick wandert vom blutbefleckten Altar zu dir. Plötzlich versteht er und die Qualen verschwinden aus seinem Gesicht. Er will Blut! Er will Blut! Herr, ich gebe euch Blut! Ich gebe euch alles! Ich flehe euch an, Herr! Akzeptiert ihn! Oh. Warum kriegen alle Viecher eigentlich immer Priorität? Och Mann, warum beschwören alle Viecher immer 10 Millionen? Was? Das Vieh ist so groß, dass es einfach rüberschlägt? Na gut, verfluchen zum Glück auf einer Nichtfläche funktioniert zum Glück überhaupt nicht, aber trotzdem. Was soll denn die Scheiße hier, dass alle Leute immer 10 Millionen Ads beschwören? Vampire? Wahrscheinlich kriegen sie allen Schaden wieder, oder? Ohne Witz, was soll denn das? Ich finde das extrem frech, dass alle Leute denken, die müssen immer 10 Millionen Ads hier beschwören. Das ist doch extrem scheiße. Was soll denn der Kack? Könnte ich eventuell tot kriegen, weil das Problem ist halt die ganzen Hunde, die hier rumlaufen, ne? Ich nehme mal stark an, Vampirmarter, bitte verbinde den Aura, die Heilung von 50% Schaden, dann nehme ich bei direkten Angriffen erlaubt. Ach so, die Aura korrigiert von ihnen aus? Oder wo kommt die her? Ah ne, er macht die und die anderen Wölfe kriegen die. Also müsste ich den Grauwolf wahrscheinlich mit Fokus rausnehmen hier. Kann ich hier irgendwie vielleicht irgendwie einen günstigen Laser machen? Irgendwie. Der Laser hat sich bis jetzt noch nicht allzu gut dargestellt, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Aber ich glaube, es auf jeden Fall wäre eine gute Idee, hier schon mal die Bubble zu zaubern. So. Denn. Den Spaß. Müsste ja auf jeden Fall die Bewegungsgeschwindigkeit verlangen. Gibt es eine Person, die beschreibt das mit den Beschwörungen auf die Spitze? Kann mir nichts Besseres vorstellen. So, der rote Prinz, der kann auf jeden Fall erstmal Schildwurf machen hier. Ist halt nicht reich. So, kann ich das Vieh staggern? Also. Doch, kann ich. Judy! Na, dann mal ran an den Speck, sag ich mal. Mückenschwarm, Blutsauger, ne. Es heilt sich dadurch. Ich habe es natürlich wunderschön. Das Lerngeheul? Was macht dein Lerngeheul jetzt wieder? Warum ist denn Lilith eigentlich schon wieder verwesend? Achso, durch die Verfluchung. Okay. Ich wüsste wirklich gerne, was Lerngeheul macht.
Senkung der Würfel macht diese Kreatur stärker. Okay. Ich meine, solange das Vieh auf dem Boden liegt, ist alles gut, sag ich mal. Na, der Wolf ist auf jeden Fall fokussiert, wenn das. Beschleunigen auch noch. Na, zumindest würde sich der Laser nächste Runde lohnen. So, okay, und dann müssen wir auf jeden Fall erstmal hier querstehen, auf jeden Fall, glaube ich, nicht die Idee. Ich könnte doch jetzt eigentlich mal die Pfeile machen. Die würde ja die meisten Treffer treffen. Bin mal gespannt, ob das der eine Quellenpunkt hier mal lohnt. Wir machen das. Na, zumindest das Schild vollkommen durchdrungen. Nun gut, die Hälfte. Können wir was anderes machen? Ich kann auch. Ich kann nicht erste Hilfe auf dieses zaubern. Ja, dann kann ich erstmal mit Dings hier nichts machen. Warum kommen denn jetzt die behinderten Hunde ran? Muss ich das verstehen, warum die dummen Hunde jetzt alle dran kommen? Hallo? Oh mein Gott. Könnt ihr bitte mit der Lerni-Heul-Geschichte nicht mal langsam mal aufhören hier? Das reicht. Na, echt mal. Okay. So, gut. Da unten haben sich auf jeden Fall jetzt mittlerweile ein paar Ziele geboten. Das ist ein guter Laser, nehme ich mal an. Leider brennt mein eigener Hund dafür. So, und welches Level hast du? 13? Die 12? Haha! Oh, das Vieh ist Level 14. Oha. Das könnte eventuell ein bisschen ambitioniert werden. Ich weiß. Aber das, was soll denn das hier? Wo machen denn hier alle Viecher Flug? Also wirklich. Könnten die bitte endlich mal aufhören, alle ihre behindertes Lerngeheul hier zaubern? Was soll denn die Scheiße? Wirklich. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Kann ich das Vieh von hier oben hauen? Oh, das ist ja nice. Weil da sollte das Vieh nie drankommen. Sieht ja alles gut aus soweit. Ja. Vor allem, dass diese dummen Lerngeheul. Das ist halt doch sehr dreist, dass der Effekt einfach mal stackt, ne? So, okay. Bestie, das ist jetzt alle Hoffnung liegt auf dir, aber du musst nämlich das Vieh da oben hauen. Andernfalls stehe ich ganz doof da. Haben wir die Wölfe oben da auch noch auf Platte geholt? Nein, leider nicht. Naja, gut. Hat er überhaupt schon Schaden genommen? Ja, oder nicht. Ich könnte jetzt globale Abkühlung zaubern, aber ich glaube, das ist. Bringt, glaube ich, wenig, oder? Ich habe magische Adler verbissen. Na gut, magische Rüstung haben wir bis jetzt hier kommen mit angegriffen. Vor allem der Rest steht ja in einer magischen Bubble. Nee, ich glaube, wir hauen die beiden nochmal zu. Wir kriegen das hier hin. Noch mehr Lerngeul! Ne? Ja, einerseits ist es. Also irgendwie Nierschlagen wäre empfehlenswert. Ja, ich bin dabei. Meine Leute, die oben in der Bubble stehen, sollten hoffentlich halbwegs sicher sein. So, das Vieh steht wieder, sehr schön. Warte mal, kann ich hier nicht so einen Durchschuss machen? Ja, das war ein anderes Ding. Richtiger Schuss? Nee, hier durchbohren. Das kostet nur zwei, oder? Ja. Ich meine, das ist. Dass die anderen Wölfe da irgendwie noch treffen mit irgendwas, ist ja auch. Ah, da fährt jetzt auf, ich muss ja auch irgendwie. Was ist das hier eigentlich noch? Ballistischer Schuss? Ach, na gut, das ist jetzt. Bringt es gerade wenig, weil die relativ wenig weiß. Das Vieh regeneriert halt immer noch physische Rüstung. Das ist halt ein echtes Problem, weil ich muss halt irgendwie. Bis das nächste Mal die Leute mit den Stun dran sind, muss ich auch die Rüstung wieder durchdrungen haben. Warum war der Seelenwolf eigentlich jetzt schon 20 Runden nicht mehr dran, ne? Der ist panisch. Das ist ja auch echt gut. Halt noch mehr Lerngold drauf. Was ist ein Ärger hier? So, jetzt können wir auf jeden Fall erstmal. Das hier? Bringt das viel? Eigentlich nicht, oder? Versuchen wir es einfach mal. Ah, ne, jetzt wird er durch physische Rüstung geblockt. Ich Idiot. Ach. Ach, Feuerball runterzaubern geht wieder nicht, oder was? Ja, dann vielleicht noch hier festhalten. So, warte mal, das schaffen wir auf jeden Fall, oder? Das müsst ihr auf jeden Fall hier. Das macht so lächerlich wie Schaden! Das geht nicht, na gut, das muss dann von unten die Bestie machen, da hilft ja alles nichts. Eigentlich könnte ich einen Rundumschlag machen, oder? Ja. Noch 500 HP.
Bestie darf jetzt auch nichts. Ich glaube, ich habe eine Menge Bierflasche verbraucht. Das ist so viel Buffzauber! Vor allem, das muss jetzt auch niederschlagen, ne? Wenn es nicht tut. Stehe ich jetzt auch doof da. Na? Darf ich jetzt mal rankommen? Warum? Das ist dieser dumme alte Grau, wo man noch nicht tot ist, ne? Hallo? Das hasse ich ja, ne? Wenn sie das hier nicht. Wenn sie das hier. So, mein Zug. So! Oh fuck. Ich habe Sturmbock schon verbraucht. habe ich durch Zufall noch auf was auf Tasche? Weiß ich nicht. Das ist jetzt aber schlecht. Mist. Ja, ne, gut, ey. Freunde, das ist natürlich. Jetzt kommt das Vieh tatsächlich mal dran, ne? Aber das hat natürlich 2 Millionen Levels auf Dingens bei. Kann ich vielleicht irgendwie hier. Na, blenden würde nicht klappen. Das Vieh hat noch 10 Millionen magische Rüstung. Für einen schweren Angriff zu. Ich habe aber nichts, dass ich irgendwie stunt, oder? Ja, ich kann ja nichts machen, außer normal angreifen. Meine einzige Hoffnung ist eigentlich, dass ich die nächste Runde noch. Dass ich nächste Runde noch drankomme und das Vieh dann irgendwie tot kriegen, bevor es losgeht. Weil das Vieh müsste jetzt halt unendlich viel Schaden machen, oder? Ich würde es gerne nochmal untersuchen. Oh ja, Stopp und Reaktionsangriffen! Ja! Es ist am Dings gestorben. Glaub ich im Log nochmal sehen, wie viel Damage es gerade gemacht hat? Es hat 132 reflektierten Schaden zurückgekriegt. Wie viel hat es gemacht? Das hat vorher den Seelenwolf gehauen. Ach so. Na gut, wir müssen trotzdem mal die restlichen Viecher wieder tot machen. Aber egal, das ist ja schon mal herrlich, dass es. Das ist hier tot, ja, sie ist tot. Das ist ja schon mal herrlich, dass es daran gestorben ist. An dem Spaß hier. Ich glaube, bevor ich mir irgendwelche Hoffnungen machen kann, ich hätte nichts treffen können. Ah, doch, nein. So, die Frage ist bloß, wie viele Würfel stehen denn jetzt hier noch rum? Ich müsste eigentlich mal Ivan wieder aufkratzen vom Boden, ne? Wenn ich noch die Rollen aus hier, wenn ich so weitermache. Wo ist denn Ivan hier? Ivan? So, ein bisschen beleben wir den noch direkt hier in der Bubble wieder, wenn es geht irgendwie. Wenn es nicht so ewig viel Punkte kosten würde, ne? Das wäre irgendwie schön. Das Problem ist halt wahrscheinlich, dass Ivan jetzt gleich irgendwie. Was, Vampirhunger? So, jetzt können wir auf jeden Fall Ivan nochmal. Er spricht nichts gegen ihn zu heilen, okay? Gut. Dann könnte ich ja nicht nochmal eine Massenheilung sein. Oh Quatsch, wollen wir mal nur reden mit Ivan. Ringrett magische Rüstung, verschießt sein Blitz, seine Jünger, der Verbindung überspringt, das klingt auch gut. Möchte eigentlich kein Risiko eingehen, dass Ivan auf einmal Schaden nimmt. Das wäre ja ziemlich doof, sag ich mal. Wieder voll, ja. Schön. Na, da haben wir schon. Gut, dass ich daran gedacht habe, meinen Leuten hier mal ordentlich Heilung angedeihen zu lassen. Aber der hat einen physischen Schuss, ich bin auch dämlich. Ich habe meine Metapoten beschwören sollen. Ich finde es schön, wenn mein Seelenwolf exakt nichts gemacht hat. Das Vieh ist abgefackelt. So, das hier. Warum ist Nifan jetzt schon wieder dran, ne? Er kann leider keinen magischen Schaden machen, ne? Ja, das ist aber nochmal ermutigen. Da oben müsste über die XP im Lock stehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nochmal so. Jetzt mal hochscrollen. Wo steht denn das hier? Ja, nice. Damit hier wurde getroffen. Ein Seelenwolf. Damit hier eine Ausgeburt trifft Ivan Bemetz für 1311 Schaden. Trifft Ivan Bemetz für 276 Erdschaden. Ist klar! Was? Lamentina Ausbeut hat 336 Lebenskraft, die Vampirfähigkeit zurückgelangt. Boah, ist das Vieh denn gestorben? Also ich habe keine Ahnung, wie das Vieh übrigens verreckt ist am Ende. Das hat sich ja nochmal um ziemlich viel geheilt eigentlich. Aber irgendwie. Hat das halt nicht gereicht. Da unten lebt der Wolf, ne? Aber die wird das hier unten. Kann ich nicht hier. Ich glaube, da sind meine 500 Schaden besser verkauft als da. Ach, hier ist noch ein Wolf.
Wölfe ohne Rüstung, wie ich feststellen möchte. Weil, ach, Bestie ist verwesen, schade. Ich warte immer auf den Tag, dass irgendeiner meiner Gegner verwesend ist und ich den einfach mit Heilung töten kann. Der Tag ist jetzt noch nicht gekommen. Der hat genug offensichtlich zu tun, hat er schon was gemacht. Ja, irgendwie die ganzen Reaktionsangriffe haben das Vieh irgendwie umgehauen, aber wie genau jetzt? Oh, einen guten alten Mitschuss aus einem halben Meter entfernt. Der Wolf ist tot, ja? Ja. Ich bin einzigartig, ja, total. So, eigentlich prinzipiell müssten meine Leute das jetzt ja nicht hier. Oh, die Bubble ist alle. Das passiert auch selten sonst in Kämpfen. Wie das Vieh mit 3 AP davon kommt. Ja, schön. So, sind wir Level 13 geworden. Level 13 scheint sogar noch extra viel gebracht zu haben. Ja, ne? Ha! Kick mal in der Schau. Die hatte Zweifel an mir, dass mein Level zu niedrig ist dafür. Ha! Nichts dergleichen war der Fall. Mit Leichtigkeit ist mir dieser Kampf gekommen. Das ist, ich weiß zwar nicht so richtig, wofür ich diesen Kampf jetzt irgendwie auf mich genommen habe, aber... Alte große Donnerrune. Wurm zocken, ja, das habe ich leider schon. Identifizieren, kann der Ring und was? Türkisring, der ist an sich. Geomant und Nekromant. Der wäre auf jeden Fall was für ein Zwerg. Immer noch keine Handschuhe. Doch, doch, das habt ihr alle gesagt, dass ich da keine Chance habe, dass ich sterben werde. So, genauso habt ihr es gesagt. Magischer Eschenbogen, der ist tatsächlich deutlich besser als mein jetziger. Achso, ich habe aktuell eine Armbrust. Ja, die Pfeilsalbe war übrigens doch ganz gut eigentlich, so im Großen und Ganzen. Ah, ich habe ja gerade beide Quellenmagierpunkte verballert dafür. Warum benutzt Ivan eigentlich gerade eine Armbrust? Das sieht mir doch gar nicht ähnlich, dass ich sowas mache. So. Nehmen wir den Bogen, glaube ich, wieder, oder? Na, der Bogen bringt auf jeden Fall mehr Beweglichkeit. Die sehen auch irgendwie leicht verätzt aus, die Viecher. Jetzt hätte ich irgendwie mit allen Elementen angegriffen. Der Altar. Ein uralter Altar der Sieben steht vor dir. Von den Steinen geht eine schwache, beruhigende Wärme aus, die dich anzuziehen scheint. Vor den Altaren hier knien und beten. Die Steine kannst du beobachten und nach einer Wärmequelle suchen. Die Steine scheinen nicht der Stein zu sein. Abgesehen von ein paar verblichenen roten Flecken auf den obersten Platte ist nichts Ungewöhnliches zu sehen. Eine Hand auf die flache Oberfläche legen. Deine Hand wird langsam sanft gewärmt. Vor den Altaren hier knien und beten. Die Luft bewegt sich, als wäre jemand erschienen, hätte sich auf den Altar gesetzt. Eine Stimme erklingt, aber du weißt nicht, woher sie kommt. Unverständliches Flüstern umgibt dich. Schnell. Das hat jetzt nicht unbedingt den Erfolg gebracht, den ich mir erhofft habe, sag ich mal. Wenn, dann war es eher auf die Vogelscheuche bezogen. Was? Die Hexe. Was? Die Level 15 Hexe, die 3 Level über mir ist, gegen die habe ich keine Chance. Wer hat das denn gedacht? So, ich wollte irgendwas leveln beim letzten Mal. Ich glaube, bei Lilith war es auf jeden Fall Verstand, oder? Sie hat auch keinen Lebenspunkt. Das ist natürlich auch ein Problem. Das Ding ist halt, ich bräuchte eigentlich so ungefähr 10 Quellenmagierpunkte, um mein ganzes Zeug irgendwie halbwegs brauchbar einsetzen zu können. So, was habe ich denn hier noch? Ich habe hier noch Supernova. Das ist nicht so cool. Flammenzungen. Das wiederum ist ziemlich geil, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Punkt wäre. Das heißt, vor allem hat das 5 Runden Abklingzeit. Naja, wenn ich jetzt... Ich muss jetzt zweimal Gedächtnis leveln. Nur um den Punkt zu kriegen. So, dann habe ich hier auf jeden Fall noch... Ja gut, das ist... Was haben wir jetzt? Natürlich haben wir Pyroklinik 4, 4 und Erotox 4. Das erhöht den Schaden, ja. An und für sich halte ich an meine Feuerzauber für das Beste, was ich habe. Machen wir mal Feuer. Machen wir mal 1 plus. So, jetzt komme ich... Oh, ich kann noch ein Talent nehmen? Oh, Freunde. Das ist halt irgendwie langsam, aber sicher ist halt. Ja. Gedächtnisstück gewährt dir 3 extra Punkte beim Gedächtnisattribut. Das wäre vielleicht tatsächlich am besten, bevor ich jetzt 10 Millionen Punkte Gedächtnis reinbaue. Ich meine, ich könnte natürlich noch hier das Frühaufsteher nehmen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Blutsauger? Blutsauger, wenn du nicht im Blut stehst. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Das passiert ja öfter mal, sag ich mal. Gedächtnisschütze, Frühaufsteher oder Blutsauger? Ich glaube, ich nehme die Gedächtnisstütze, weil einfach mit Magier braucht halt. Ist halt. Verbraucht halt Punkte wie sonst was. Hallo, Map. Gedächtnisstütze, okay, ja, sag ich ja. So, Int oder Konstitution? Eigentlich. Wie fährt der Rest so? 700? 1000? Das hätte ich mehr oder weniger die Rüstung, an der es mangelt, ne?
Ach komm, Glaskanone, ahoi. Wenn nicht, können wir immer noch respecken auf dem Boot, so ist ja nicht. So, hier, brauche ich auf jeden Fall Kinetechnik oder wie viel Sauerstoff habe ich denn hier noch über? Ebenentor. Pfizer habe ich gar nicht gelernt, deshalb kann ich nur durch den Bogen. Oder konnte ich nur durch den Bogen. Okay. Hm. Was habe ich denn hier noch so? Geist beherrschen? Hm. Wäre jetzt natürlich die Frage, ob Ivan vielleicht nicht auch, so ein Freund für Gedächtnisstütze wäre. Was Opportunisten meiden? Ja, ja, ja. Ein paar Stabschleuder. Granatwürfe, wenn man ihn umbringt. Hm. Lucky wird ja eine Kampffähigkeit, eine Zivil. Achso. Hm. Jetzt haben wir Wolf, Blutsauger. Hm. Ich glaube, bei ihm nehme ich auch. Oder? Kann er überhaupt Frühaufsteher? Frühaufsteher kann er auch. Ich fand das halt echt prädestiniert umzukippen. Aber ansetzt, der ist deutlich mobiler als der Rest. Habt ihr hier gerade eine große Runde? Was macht denn die? Ausweichen plus 5? Ich weiß nicht, ob ich irgendwas in Ausweichen. Ich glaube, in Präzision fahren wir da besser. Das in Ausweichen zu verschwenden, scheint mir ein bisschen quatschig zu sein. Das ist schwierig bei Ivan, sag ich mal. Ob ich da wirklich die Gedächtnisstütze bin? Ich meine, so viel Zaubersprüche. So viel mehr brauche ich jetzt auch nicht. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach den reaktiven Schuss rausnehmen. Den ich bis jetzt übrigens noch kein einziges Mal benutzt habe. Weil irgendwie scheint der mir nicht so geil zu sein, der reaktive Schuss. Also das Problem ist dabei halt, dass der irgendwie. Ich weiß nicht. Kommst halt nie zu diesem reaktiven Schuss. Dafür müsstest du ja irgendwie Gegner haben, die irgendwie näher rankommen. Das passiert halt auch nicht so richtig. Das ist eben ein Tor, das halt. Ja, hm. Weiß nicht. Wird ja wahrscheinlich nicht ewig viel Reichweite haben. Hm. Ja, auf jeden Fall. Jägersmann. Bei einer ganz erhöhten Position. Ja, Distanzkampf. Eigentlich Distanzkampf ist fast das Beste, was ich noch leveln kann. Mehr Crit, mehr Gut, sag ich mal. Hm. Ich fand das echt schwierig, weil ich dann leveln könnte. Da komme ich auch noch einen Gedächtnis. Ah, jetzt brauche ich gerade keine Sicht. Machen wir bei ihm noch mal Konstitution, wenn er runter ist. In letzter Zeit ist er immer recht einfach umgekippt. Wir machen bei ihm noch wieder Frühaufsteher. So, beim Nahkämpfer ist es ziemlich einfach, weil dann nehme ich auf jeden Fall. Genau, das ist das mit dem Überleben. Und dann machen wir da oben noch. Das Problem ist halt, dass meine Nahkämpfer, das wäre am logischsten, den Frühaufsteher zu geben. Andererseits sind das die Leute von meinem Team, die am wenigsten sterben. Wenn du stirbst, sind das ein Blutvölker? Ja, pff. Hm. Ist ein Rausch, ne? Wie ist Saubende? Der Bauer? Wie fanden wir die unterschiedlichen Pfeile ganz gut? Welche unterschiedlichen Pfeile? Unterschiedliche Pfeile? Welche Pfeile? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich habe hier meine. Ich habe hier die ganzen Pfeile verstaut, die ich so auf meinen Weg gefunden habe, aber ansonsten. Blühende Leben. Tja, vielleicht der Funktion zu sich Lebenskraft. Ja, das ist. Wie viel ist das wirklich, ne? Da habe ich mir letztes Mal schon die Diskussion gehabt. Ich muss mal was haben. Achso, nee, das ist. Quatsch, Ausreißer, mhm. Ja, keine Ahnung, größer und besser. Henker, Henker ist halt ganz cool. Das ist das. Ja, ich hau zu und jetzt hau ich nochmal zu und nochmal und nochmal. Aber mit seiner Einhandbude macht er halt nicht so viel Schaden dabei. Paradenmeister ist auch nicht so das Ding. Ich gebe ihm jetzt Blutsauger, einfach weil er vorne steht. Gegen menschliche Gegner, die bluten können, ist das, glaube ich, ganz gut. Folterer, ja, tja. Bei ihm könnte ich auch nochmal Blut. Ach komm, er steht auch vorne. Die beiden Leute, die vorne stehen, kriegen jetzt erstmal Blutsauger. Das klingt eigentlich erstmal ganz gut. Und dann Hydrosoph. Mehr Lebenskraftgehalt. Die Pfeile meine ich, würde sonst schwer werden. Ja, die halte ich mir zurück, bis ich die brauche. Vorher werden die hier nicht eingesetzt. Die Nekromantie von ihm hier wird eigentlich relativ. Achso. Kommando zurück. Ich glaube, ich brauche hier die Gedächtnisstütze bei ihm hier. Ich habe ja 10 Millionen Fähigkeiten, sehe ich gerade, die ich hier nicht richtig verwende. Dann machen wir auf jeden Fall Nekromant. Dann machen wir wieder Stärke und Dings. Mein nekromantischer Zwerg kommt ja gar nicht richtig zum Einsatz, sehe ich gerade. Warum hat er jetzt noch 2 Punkte über? Achso. Stärke, Konsti und dann hier, was weiß ich. Halt noch einen Punkt in ein. Kriegsführung, was bringt das überhaupt? Physischer Angriff wirkt mehr Schaden. Ich
glaube, physische Angriffe bewirken mehr Schaden. Das ist durch im Prinzip das Bessere. Ich verstehe, aber auch hilfreich. Das Ding ist, meine Nahkämpfer sterben nie. Also wenn die sterben, ist der Kampf meistens vorher schon vorbei. Das ist es ja. Weißt du? Das ist halt... ist die Überlegung dahinter. Das ist... eigentlich brauchen mein Bogenschütze brauchen, wenn ich dann früh aufstehe. Weil das sind eher die ich irgendwie im Kampf nochmal wiederbelebe. Gerade die profitieren davon auch am meisten. So, warte mal. Wo ist denn dieser irrwitzige Spiegel hier? Heißt der nicht auch Spiegel erst Tate? So, Bestie, wir müssen nochmal über deine Attribute reden hier. Botanist, Heißsporn, machen wir. Was? Warum habe ich denn Heißsporn genommen? War ich da besoffen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum habe ich denn. Oder hat der Heißsporn von alleine gehabt? Aber haben wir einen anderen? Was? Komplex? Warum haben denn meine Leute so einen unsinnigen Quatsch wie Komplex drin? Achso, das kann ich nicht rausnehmen. Also die Elend. Na gut, dann. Dann eben nicht. So, gut. So, dann hat das Beste jetzt ja hoffentlich 3 Fertigkeitspunkte mehr. Dann könnte ich vielleicht auch mal die coolen Sachen hier mitnehmen, wie zum Beispiel Knochenkäfig. Und Band der Pein. Ja, und von mir ist Blutregen, aber der ist mir jetzt gar nicht so wichtig, aber der andere Spaß ist halt irgendwie wichtig. Ja, Knochenkäfig hört sich cool an, Band der Pein ist auf jeden Fall cool und... also ich weiß nicht so richtig, was ich mit Blutregen überhaupt machen soll, aber das ist auch ganz geil. Hey, Mr. Valenzo, greetings, long time no see. So, Judy, denn nach Dunkelholz habt ihr gesagt, ja, dann müssen wir einen Paladin-Brückenkopf ersetzen. Quick save. Lawrence-Gottstreit. So, ich könnte natürlich auch erstmal meine Quellenmagierpunkte wieder auffüllen. Vielleicht sollte ich auch einfach alle Wachen von Treibholz umbringen. Happy 2009, Burst of the Earth. Burst of the Earth? What? What do you mean? Makes no sense whatsoever. Greif auf die zweite Schnellleiste zu, genau. Das versuche ich ja gerade wirklich mit allen Mitteln zu vermeiden, 2 Schnellleisten zu verwenden. Friedhof ist alles Level 11 und 12. Wo ist denn der behinderte Friedhof? Also, da unten oder was? Wie soll ich denn da hinkommen? Ich meine, da hinten, die Brücke war halt kaputt. Achso, ich kann natürlich auch mit da und Reikers Ruhe. Ist das hier unten alles Frito? Ja, wie gesagt, wir gucken uns das gleich an. Aber erstmal müssen wir hier Quellenpunkte auffrischen. Achso, weil ich habe ja noch in die guten magischen Lederhosen hier. Warte mal, Hose der Freundschaft. Vergeltung, Führung, Konstitution. Die werden halt schon gut, ne? Ah, doch. Die ziehen wir mal ein paar an. Welchen Magischhelm hatte ich denn jetzt gerade auf? Das bauen immer wieder alles kaputt. Warum das denn? Ich mache ja nichts kaputt. Ich hatte noch nie eine destruktive Ader, also wirklich. Ich glaube, das Leben wäre erheblich einfacher, wenn ich einfach anfangen würde, die Leichen auszusaugen. Zum Glück gibt es hier einen unendlichen Quellenbrunnen. Was natürlich schon ein bisschen lästig ist, um hierher zurückzukommen. Wenn ich mehr Pyramiden hätte, wäre es auf jeden Fall besser. So, na gut, dann wollen wir uns mal nach dahin begeben. Macht's gut bis dahin. Ciao.